Bundesinnenministerin Faeser hat das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Magazin Kompakt verboten. Es sei ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene, so Faeser. Nach Angaben der Behörden durchsuchen Einsatzkräfte seit dem frühen Morgen Räume des Magazins sowie Wohnungen von Geschäftsführungen und Anteilseignern in Brandenburg, in Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dabei sollen Vermögen und weitere Beweismittel sichergestellt werden. Und nachgefragt bei Christoph Mestmacher in Berlin. Christoph, wie begründet denn das Bundesinnenministerium diesen Schritt? Das Bundesinnenministerium hat den Schritt damit begründet, dass Kompakt ja seit der Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch gilt. Das ist im Jahr 2021 erfolgt. Und jetzt wurde es mit begründet, über das Vereinsrecht wird es durchgeführt. Und es wird damit begründet, dass gegen die öffentliche Ordnung aufgewiegelt wird. Und dass es klare Umsturzfantasien bei Kompakt gäbe, wenn ich das mal etwas grob schlechtig übersetzt zusammenfasse. Ja, so manch einer wird vielleicht noch nie was von Kompakt gehört haben. Wie groß ist denn überhaupt die Reichweite so eines Magazins? Es ist ja nicht nur das Magazin Kompakt verboten worden, sondern 15 Organisationen, die zur GmbH von Jürgen Elsässer, das ist der Chefredakteur von Kompakt, gehören, sind ebenfalls verboten worden. Dazu gehören YouTube-Kanäle, Telegram, alles, was es an sozialen Medien gibt. Wie gesagt, 15 Organisationen, die Teil dieser GmbH sind. Das Magazin Kompakt gibt es seit dem Jahr 2010. Wenn ich das richtig weiß, hat mittlerweile eine Auflage von gut 40.000 Exemplaren und es gab in der Vergangenheit schon eine Kontroverse seit der Einstufung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Gab es eine Petition, den Verkauf von Kompakt in Bahnhofskiosken und anderen Kiosken zu verbieten. Das ist etwas mühsam geschehen, aber mittlerweile haben sich die großen Vertreiber dazu bereit erklärt, schon vorher das Magazin aus ihrem Sortiment zu nehmen. Der Tagesspiegel hat in einer Recherche immer mal wieder davon berichtet, dass das Magazin aber auch unter dem Ladentisch verkauft wurde. Seine Rolle hat das Kompakt-Netzwerk, die Kompakt GmbH, mit seinen 15 Unterorganisationen, auch einem YouTube-Fernsehkanal, über die Reichweite auch in den sozialen Medien. Und es gilt als großer Player und Netzwerk der extremen Rechten, der rechtsextremen Szene. Daher hat Nancy Faeser auch gesagt, das sei heute ein schwerer Schlag gegen die rechtsextreme Szene gewesen. Darauf würde ich ganz gerne eingehen. Dem Magazin Kompakt wird ja eine enge Vernetzung mit der AfD und der neuen Rechten nachgesagt. Woran macht man das denn fest? Es gibt vielfach gemeinsame Veranstaltungen auch von Kompakt oder von Götz Kubitschek, dem Institut für Staatspolitik, der ja auch als Player der neuen Rechten gilt. Und es gab, das werden einige mitbekommen haben, die sogenannte Blaue Welle. Da hat Jürgen Elsässer mal von sich aus eine patriotische Wende herausgerufen. Und das galt für Wahlkampfunterstützung, vor allen Dingen im Osten, für die AfD. Da muss man allerdings sagen, dass der AfD das etwas suspekt gewesen ist und sie teilweise auf Distanz zu dieser Unterstützung namens Blaue Welle gegangen ist. Die Blaue Welle übrigens ist auch von diesem Verbot, was heute erlassen wurde, erfasst worden. Jürgen Elsässer hast du schon angesprochen. Er ist ja die zentrale Figur. Er ist der Chefredakteur des Magazins Kompakt. Wer ist der Mann? Er ist sehr schillernd. Er war früher ein überzeugter Linker, war im Kommunistischen Bund, hat dann selber in einer Biografie darüber Auskunft gegeben, was ihn dann zum Nationalisten respektive Rechtsextremisten gemacht hat, der immer wieder auch antisemitische Verschwörungen angetriggert hat. Das war der Jugoslawien-Konflikt und der serbische Nationalismus, der für ihn sozusagen ein Erweckungserlebnis gewesen sei. Jürgen Elsässer ist einer, das ist jetzt keine Massenbewegung, von vielen ehemaligen Linken, die dann im rechtsextremen Spektrum gelandet sind. Einer der berühmteren vergangenen Tage ist der ehemalige Anwalt der Roten Armee-Fraktion, Horst Mahler, der ja mittlerweile nicht nur Holocaust-Leugner ist und deshalb mehrfach Gefängnisstrafen absaß und schon früh versucht hatte, in der rechtsextremen Szene Fuß zu fassen. Ja, das Bundesinnenministerium hat also das als rechtsextremistisch eingestufte Magazin Kompakt verboten. Das waren Einordnungen von Christoph Mestmacher. Dankeschön nach Berlin. Gerne.